Ja, wir sind hier heute zusammen und feiern das 10-jährige Palliativ- und Hospizbündnis. Tatsächlich sind es inzwischen 12 Jahre geworden durch die Corona-Pandemie. Viele Menschen da, die sich um Hospiz und Palliativ kümmern, vor allem auch Ehrenamtliche. Ich bin sehr dankbar. Die DNA der bayerischen Gesundheitspolitik beinhaltet auch ein würdevolles Sterben, das Begleiten, das Dabeisein. Und das wollen wir auch in Zukunft tun mit vielen hochengagierten Menschen aus der Medizin, aus dem Ehrenamt, aus der Pflege. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott.